Ein Chaos oder so, und willkommen zurück zum Ending Part von Luigi's Mansion 3. Im letzten Part haben wir Professor Igitt gefunden, der in einem Bild eingesperrt war, und sind hier oben angekommen und wollen in seinen Raum, keine Ahnung. Ich hab's vergessen irgendwie. Und ja, ich weiß nicht, was der richtige Weg ist. Entweder hier lang oder da lang. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Gehen wir erstmal da lang. Oh. Okay, ey, ihr geht, lach uns doch nicht aus. Ella. Oh, ist er jetzt ein Diamant? Ja, perfekt. Ja, Beste. Der zweite schon. Geil. Das ist aber ein richtiges Bild, ne? Ja, das ist ein richtiges Bild. Okay. Ja, da war noch irgendwo ein Bild, aber es konnten wir leider nicht. Ja. Naja. Das ist ein falsches, ne? Das ist auch ein richtiges. Nee. Sehr falsch, Luigi. Tiefgarage, alles klar. Also die Tiefgarage. Naja. Dann stößen wir noch das hier um. Da können wir. Oh, da können wir lang. Achso, das ist ja die Tiefgarage. Scheiße. Da ging da irgendwo noch weiter lang. Aber naja. Egal. Tiefgarage. Oha. Luigi, du machst das schon. Komm. Nicht feige sein. So, das war ja der uns überhaupt eingeweist hat in das Hotel. Der uns das ganze Schlamassel überhaupt eingebracht hat. Und er wirft mit Kisten auf uns. Das wird nicht funktionieren, mein Freund. Okay, er ist weg. Wo ist er? Naja, wir suchen ja erstmal alles ab hier. Oh, okay, da hinten. TF. Ah, da hinten ist der. Okay. Dankeschön für das Geld. Ja, danke. Ey! Nicht cool. Nicht cool! Geh down, Alter. Geh sowas von down. Und jetzt geht down. Zack, zack, zack. Und rein da. In deinen Staubsauger. Woo. Bam. Wow. Was wurde da rausgespritzt? Ist das Milchshakes? Hä, das sieht so aus wie Milchshakes oder so. Ich wollte eigentlich auf Professor Igitt feuern, aber naja. Das wollte es irgendwie nicht zulassen. Ich guck mal auch hier alles nach. Können wir irgendwas machen? Nö. Nee. Hier können wir noch eigentlich schon weiter nach. Nö. Ich will noch nicht die Milchshakes da irgendwie einsammeln. Ich weiß nicht, was das ist. Ich denke, das sind sogar Milchshakes. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das jetzt Milchshakes sind oder nicht. Habe ich dich einmal erschrocken. So. Wir können ja nichts machen, weil wir das nicht eingesammelt haben. Aber naja. Ich will ja erstmal alles überprüfen, weil vielleicht werden wir ja irgendwie rausgeschmissen oder so. Kann ja alles passieren. So. Was drin? Nö. Naja. Immer noch nichts drin. Naja, dann sammeln wir mal die Milchshakes ein. Oder was es auch ist. Das sind Milchshakes irgendwie, oder? Was für Milchshakes? Alter, das sind die Knöpfe vom Aufzug. Und ich dachte, das waren Milchshakes. Oh mein Gott. Oh.
Oh, das sind definitiv die Aufzugsknöpfe. Wer hätte es gedacht, dass ein Geist sie stibitzt hat? Aber es sind ja nur zwei. Ob da wohl irgendwo weitere Geister mit den restlichen Knöpfen herumschwirren? Nun, das soll uns jetzt nicht kümmern. Gehen wir zunächst einmal zu meinem Auto. Ich möchte dir etwas sehr Interessantes zeigen. Ja, da war ich doch schon. Da war ich doch eigentlich schon. Da. Ja. Perfekt. Igitt hat irgendwie eine eigene Sprache. Da. Na, erstmal ein Papierknüttel. Da, ja. Ja, ich verstehe alles. Perfekt. Oh, da konnten wir natürlich nicht rein. Was ist das denn? Ey. Komisch. Was ist das für ein Teil? Genau. Ja. Er ist schon alt und deswegen kann er es nicht machen. Perfekt. So ist es. Eigentlich sollte da, denke ich mal, eine Textbox auftauchen, aber mir ist sie nicht aufgetaucht. Oder insgesamt. Keine Ahnung. Oder ist es so gewollt? Ich weiß es nicht. WTF. Einfach mal ein Betonbunker in so einen mini kleinen Teil. Perfekt. Ja, Luigi guckt genauso wie ich am Anfang gerade, aber naja. Ja, einfach mal so einen mini kleinen Teil. Einfach so einen Betonbunker einfach da rein. Ja, alles klar. Kamera? Warum ist hier eine Kamera? Ja, keine Ahnung. Ui. Warte, ist es nicht das gleiche Teil wie in Luigi's Mansion 2? Der hat auch doch so eins oder gehabt, oder nicht? Willkommen in meinem Labor. Ja, das ist ein Labor, also das ist das gleiche wie in Luigi's Mansion 2. Und ja, ich weiß auch schon was ein bisschen über Luigi's Mansion 2. Bei den Rampobarien-Labor handelt es sich um eine weitere meiner brillanten Erfindungen. Robust, sicher, klimastiert. Was will man mehr? Naja, Geld. ich wusste immer, dass ich eines Tages brauchen würde. Dass ich es eines Tages brauchen würde. Wie gut, dass ich es mit hierher gebracht habe. Was hat denn der Hell? Ja, okay. Sein Mini-Labor. Ich denke, er hat irgendwie geschrumpft oder so. Keine Ahnung. Du willst wissen, warum ich hier im Hotel bin. Das ist eine lange Geschichte. Hier die Kurzfassung. Man hat mich reingelegt. Ich erhielt eine Einladung von einer Person, die sich als Inhaberin dieses Hotels ausgab. Besagte Dame verkündete, dass sie eine wertvolle Sammlung von Geistern aus der ganzen Welt besitzte. Ja, Luigi guckt schon so. Die haben wir auch schon getroffen. Ich könnte keinen Geisterforscher, der etwas auf sich hält, einem so verlockenden Angebot auch wieder stehen. Also nahm ich die Einladung an, doch als ich hier eintraf, nun ja, es war natürlich nur eine Falle. Ja, das hätte man eigentlich auch sehen können. Ich hab's auch schon direkt gesehen, aber Luigi natürlich nicht. Ist ja klar, und die anderen natürlich auch nicht. Ich wurde in ein Bild gebannt und meine wertvollen Geistersammlung wurde konfisziert. Damit sind noch all die Geister weg, die du einmal so fleißig für mich eingefangen hast. Auch König Buchu, dass ich ihn verloren habe, geht mir richtig unter die Haut. Er ist mein Lieblingsgeist. Okay. Was? König Buchu schwebt frei in diesem Gewölbe herum? Diese Hotelinhaberin, was hat sie nur angerichtet? Luigi, du bist jetzt unsere einzige Hoffnung. Auch wenn die Chancen schlecht stehen, sei nicht zippelig und gib alles. Hol mir meine Geistersammlung zurück. Den ersten Schritt hattest du bereits getan, indem du einige Geister gefangen hast, Luigi. Es ist Zeit, mir die jetzt zu übergeben. Ja, kann ich gerne machen. Oh, lol, okay. Einfach da rein. Und da sind die auch schon drin. Perfekt. So weit, so gut. Dann fang fleißig weiter, Geister. Und denk dran, immer mal Labor vorbeizuschauen. Ich richte jetzt die Galerie ein, in der du die Geister betrachten kannst, die du bereits gefangen hast. Sehr schön. Sehr geil. Warum guckst du so komisch, Luigi? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Ja, kann sein. Au, natürlich. Du musst ja auch deine Freunde und deinen Bruder retten. Daran hatte ich gerade überhaupt nicht gedacht. Pff, gar kein Ding. Ich brauch sie sowieso nicht. Ich brauche nur meinen Money. Nein. Natürlich, Freunde, Familie ist wichtig. Aber egal, du musst dieses Hotel ohnehin bis den letzten Winkel erforschen, ob das
ob auf der Suche nach Freunden. Ich sag immer Fremden, ey, was ist das? Ja, Fremden. Freunden oder nach Geistern. Um dir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich dir einen meiner bis dato großartigsten Erfindungen. Was meinst du denn? Ah, ja. Ich nenne sie Visual Boo oder kurz VB. Okay, ich denke, das soll der Virtual Boy sein. Kann sein. Jetzt ist es nicht. Und was bringt der jetzt so? Ein innovatives Hightech-Gerät, das virtuelle Realität eine Farbe gibt. Rot. Schick. Nicht wahr? Rot ist momentan der letzte Schrei. Nee, Rot mag ich eigentlich nicht so krass. Also, das hat ja viel mit Blut zu tun und so. Und früher war Rot meine Lieblingsfarbe, jetzt ist Grün, aber naja. Wart ab, bis ich mit dem Marketingmaterial fertig bin, dann wird sich der VB wie warme Semmeln verkaufen. Über den VB kannst du jederzeit mit mir kommunizieren. Vielleicht können wir das ja später kurz ausprobieren. Drücke Plus, um einen Blick auf die VB zu, auf den VB zu werfen. Auf den Virtual Boy eigentlich, ja. Auf den Virtual Boy zu werfen. Virtual Boo. Okay, um einen Blick auf den Virtual Boo zu werfen. Der zeigt unter anderem auch an, welche Aufgaben du gerade zu lösen hast. Nützlich, nicht wahr? Ach, ich habe noch etwas für dich. Noch was? Ach du Scheiße. Diesen Tektographen solltest du als allererstes für mich im Aufzug anbringen. Okay. Alles klar. Was bewirkt er genau? Was genau das ist, erläutere ich dir später. Jetzt geh und trainiere ihn zunächst einmal. Alles klar. Also, begib dich umgehend zum Aufzug. Ich verlasse mich auf dich, Luigi. Sehr schön. Oh, lol! Also, wir können hier über alles zugreifen dann. Die Karte zum Tiefenbildschirm, okay. Sind wir noch im Shop? Oder ist er noch nicht verfügbar? Anscheinend ist der Shop noch nicht verfügbar. Also ich kann da zumindest nicht draufklicken. Okay, wir können zurück zur Karte auch. Dann gehen wir zurück zur Karte. Okay. Hotel erforschen. Let's go. Weiter geht's. Alles klar. Da haben wir schon mal das. Sehr nice. So, sorry für den kurzen Cut. Ich wollte einfach nur meinen Pullover hochkrempeln, sozusagen. Ja. Wollte halt die Karteite oder so halt nicht. Oh, lol. Okay, wir haben jetzt sozusagen eine Minimap oben angezeigt, jetzt endlich. Endlich, ja. Kann ich irgendwie hier einen Schalter aktivieren oder so? Nö. Leider nicht. Und das ist der Juwel. Sehe ich gerade erst. Und auch eine. Ja. Kiste. Müssen wir noch irgendwie da rankommen? Naja, okay. Zumindest wissen wir jetzt endlich, wo Professor Igits Labor ist. Das wissen wir zumindest jetzt. Joa. Aha! Hier lauert noch ein bisschen. Oh. Was ist das hier? Aha. Perfekt. Hier ist noch ein bisschen was. Beste. Noch ein bisschen Money. Noch ein bisschen Moneten hier am Start. Ja, geil. Ist hier noch irgendwas? Anscheinend nicht mehr. Zumindest finde ich hier nichts mehr. Kann ich das? Ja, ich kann es auch sagen, aber es bringt halt nichts. Oh, lol. WTF. Oh, lol. Wir können jetzt diese Dinger schießen da. Okay. Moin. Was geht ab? Hey. Ja, geil. Okay, an manchen Dingen kann man auch nicht kleben. Zum Beispiel an seinem Labor. Das ist schade. Hätte ich gerne drauf gelebt, irgendwas.
Schade. Mann. Ey! Kackspinne. Du auch. Geh weg. Ich mag überhaupt keine Spinnen. Alles klar. Waren wir hier schon? Ne, hier konnten wir gar nicht lang, ne? Warte, können wir jetzt auch... Können wir jetzt auch den... Ja, wir können den holen! Der Beste! Der Juwel ist da! Geil! Sehr geil! Sehr, sehr schön! Okay, an der Lampe können wir leider nicht kleben. Aber wir haben zumindest den Juwel, der hier in dem Wasch... in der Waschmaschine war. Sehr geil. Das freut mich. Können wir das hier rausziehen? Ja, können wir auch. Das ist auch ein bisschen Money. Geil, geil, geil. Dann müssen wir auch irgendwie verschieben. Weg damit. Weg. Sehr nice. Boah, Münzen ohne Ende. Ich bin wirklich gut in das Spiel. Muss ich sagen. Also, Secrets und so bin ich echt gut. Da war noch eine Münze. LOL! Wie hab ich die denn bitte bekommen? Warte, können wir auch... Das... Warte. Doch, können wir! LOL! Was habe ich jetzt getan damit? Was bewirkt denn das überhaupt? Okay, wir können es in die rechte und in die linke Richtung machen. Längst mal in die linke Richtung. Mal schauen, was da passiert war. Da können wir nicht drauf kleben. Schade. Was habe ich denn jetzt überhaupt gemacht? Mit dem Ventil. Okay. Die Zeit drängt, Luigi, beeil dich mit dem Installation der Detektorgrafen da. Ja, ich habe noch genug Zeit, Schilder heute leben, ey. Nicht, dass ich hier in Oma gehe oder so. Warte, da ist noch was. Ist da was? Ich höre da immer was. War's das? Das? Ich denke schon. Dann gehen wir weiter. Das Waschbecken. Ah, wir können Wasser lassen. LOL. Wo kommt da jetzt Glipper oder so raus? Sehr, sehr komisch. Also Leute, warte kurz. So, sorry dafür, weil der Akku geht gleich leer. Aber naja, so, was passiert, wenn wir müssen... Okay, das ist in die Richtung schon. Was passiert, wenn wir müssen in die Richtung nicht drehen? LOL! LOL, 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 chill dein Leben, chill dein Leben. Alter. Yo! Ey, das Suchen macht richtig Spaß, ne? Das Suchen macht richtig, richtig Bock. Ich würde es gerne nicht privat spielen, aber ich will dann ein Let's Play dazu machen auch. So, warte, was passiert denn jetzt, wenn wir es in die Richtung drehen? Und dann hier was saugen oder so. Können wir das hier überhaupt öffnen? Ja, können wir. Aber da ist ja nichts drin, schade. Das können wir auch noch runterfallen lassen. Naja, wenigstens etwas. Gut, denk mal, hier haben wir alles. Vermutlich. Hoffe ich mal. Ich weiß jetzt nicht. Ich denke, es war schon das Secret mit dem. Alles klar. So. Weiter geht's jetzt. Wow. Ah. Mann. Ich lasse mich immer so doof treffen. Nochmal Cash. Sehr geil. Sehr schön. So. Nö. Schade. Warte. Ich denke, ich weiß jetzt auch.
wie man an diesen Löchern da rankommt. Denke ich mal. So. Was machst du denn, Luigi? Geh zum Aufzug. Oh Mann, okay. Chill doch dein Leben. So, Aufzug, let's go. So, setzen wir das ein. Erstmal das und auch die Knöpfe, oder wie? So, zack, zack, zack. Und es ist drin. Jawohl. LOL, was ist das bitte? Ja, moinsen. Hallo, Luigi. Die Installation ist offensichtlich geglückt. Dann erkläre ich dir nun, was der Apparat kann. Nun, er speichert, welche Etagen der Aufzug erreicht hat und damit auch Daten über sie. Die extrahierten Daten werden dann auf dem Monitor angezeigt. Ist das nicht genial? Hey, nimm nochmal die Aufzugsknöpfe, die du ergattert hast, und setze sie in Panel ein. Okay. Yay! Der erste Geschoss und der fünfte Geschoss hatten wir eigentlich, oder? LOL! WTF? Nummer 1. Okay. Sehr, sehr komisch, dass es sich das von alleine dreht. Also da einfügt. Sehr, sehr komisch. Oh, naja. Und schon kannst du die Karte neuen Etage aufrufen. Ich habe doch eine Überraschung, Luigi. Das Gerät ist mit dem Virtual Boo vernetzt. Die Kartendaten werden immer gleich in den Virtual Boy übertragen, sodass du die Karte jederzeit und überall ansehen kannst. Wenn du die Karte einer Etage vom Virtual Boo Menü aus öffnest, werden mehr Details angezeigt. Vergiss das nicht, ja? Und Blätter ist YouTube online, yay! Die Karte ist wichtig, Luigi. Für das Erforschen unbekannter Etagen ist sie geradezu unverlässlich. Bei deinen Erkundungen des Hotels sollte es stets zu einem Prioritäten gehören, Aufzugsknöpfe zu ergattern. Du kannst nur mit Hilfe dieser Knöpfe noch unerforschte Etagen erreichen und vielleicht findest du dort auch deine Begleiter. Noch eine Sache, bevor du losgehst, Luigi. Wir sollten doch die Kommunikation über den Virtual Boy ausprobieren. Öffne Befehle vom Fluss den Virtual Boy und wähle mit 1. Mit erstens Iggy sprechen. Iggy, genau, mit Iggy. Nee, mit Iggy sprechen. Ein Kinderspiel. Also los, Luigi. Alles klar. So, erstmal hier nächstes. Gehen wir erstmal in den ersten Geschoss, oder? Oder wollen wir erstmal den Virtual Boo ausrufen? Wir wollen erstmal mit Igitt sprechen, komm. Test, 1, 1, 1, 2, 3. Hier spricht Igitt, das größte Genie hier vor Ort. Bin ich laut und deutlich zu verstehen? Fantastisch. Die Kommunikation mit dem Virtual Boo funktioniert einwandfrei. Du kannst mich mit dem Gerät also jederzeit kontaktieren. Perfekt. Im Ernstfall funktioniert alles wie bei unserem Testgerät gerade, Luigi. Nutze das ruhig. In manchen schwierigen Situationen weiß ich mir wirklich Rat. Ach, noch was. Für das Virtual Boo kannst du auch das Protokoll deiner Arbeit abrufen. Wenn du mich kontaktierst, werde ich dir diese Option anbieten. Soweit so gut. Das Testen meiner Erfindungen macht dir Spaß, aber es geht noch viel Arbeit. Ich hatte auch gleich einen Auftrag für dich. Du kannst ja jetzt mit dem Auftrag E5 erreichen, nicht wahr? Auf der Etage war ein Zimmer. Und in diesem Zimmer ist mein Koffer. Den musst du mir unbedingt besorgen, Luigi. Mein Zimmernummer war verflixt. Welches Zimmer hatte ich denn nochmal? Naja, egal. Dort hat er eine Karte, auf der du nachsehen kannst. Ja, genau. Ich muss natürlich auf der Karte nachsehen. Ist ja klar. Viel gut, Luigi. Versuche lebendig zurückzukehren. lebendig? Was meint er jetzt damit? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir in den ersten Geschoss. Let's go. Aber im Aufzug ist immer nichts drin, ne? Nö. Oder sollen wir erstmal in den anderen Geschoss? Wir gehen erstmal in B1 nochmal. Wir gehen erstmal in B1 nochmal, bevor wir in den nächsten Geschoss gehen, weil die Folge ist sowieso gleich vorbei. Also gehen wir erstmal in B1 und überprüfen dann den nächsten Part nochmal alles. Aber vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Zum Beispiel das hier. Da können wir jetzt endlich auch lang. Denn das war ja das letzte Mal. Oh lol. Ja, hallo, sag es uns rein. Oh, Donuts? Lol. Jo. Perfekt. Sehr viel Money wieder. Nee. Oh, ist hier noch was? Ja!
Perfekt. Sehr nice. So, die Kiste haben wir schon geöffnet, ne? Hier ist ja nichts mehr. Oder ist hier noch was? Nö, alles stopp. Alles klar. So, da gucken wir nochmal hier nach oben nach, ob wir jetzt diesen Juwel endlich bekommen können. Können wir den nicht irgendwie abschießen oder so? Den können wir doch safe irgendwie abschießen, oder? Oder ist er schon weg? Ne, der ist auch da. Ja, wir könnten irgendwie springen oder so. Das wäre nice. Mann, ich will den irgendwie bekommen, aber wir können da irgendwie nichts machen. Naja. Wir gehen jetzt mal nach oben. Da kommen wir direkt zum Raum, ne? Also zum großen Raum, oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Warte, hier ist auch... Nein. Hier ist nichts? Wirklich nichts? Okay. Sehr komisch. Aber es ist auch sehr komisch, dass wir alles mit X öffnen sollen. Alles klar. Warte. Können wir nicht den Juwel jetzt bekommen? Ja, können wir. Ja, perfekt. Sehr geil. Der nächste Juwel. Super. Gut, da haben wir jetzt eigentlich nur noch ein Juwel, der uns überbleibt. Und da können wir erstmal auch nochmal... Können wir das machen? Ja, da guckt bei... nichts raus. Gut, da checken wir nochmal hier alles ab. Ob hier noch irgendwas ist. Warte, wir gehen jetzt nochmal zum ersten Loch. Mal gucken, ob wir das schon... vielleicht stimmt ja meine Vermutung. Und danach beenden wir den Part. So, vielleicht stimmt meine Vermutung und man kann sich irgendwie wieder dran ziehen oder so. So, das war ja das erste Loch. Ich weiß es aber nicht. Ich denke aber nicht, dass es stimmt. Oder warte, können wir hier in dem Loch... Ne, hier können wir keinen einzigen Knopf benutzen. Das ist sehr, sehr kacke. Hier sieht man auch draußen was. Tö. Er soll dagegen treten. Sehr gut. Woher kriegen wir immer Geld? Das verstehe ich irgendwie nicht. Mann, ich will hier immer noch irgendwie rein. Na gut, Leute. Ich muss sagen, das war's mit dem heutigen Part von Luigi's Mansion 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Schaltet unbedingt wieder ein. Können wir das nochmal aktivieren? Warte, das konnten wir ja vorher nicht. Das konnten wir ja vorher nicht aktivieren, ne? Oh doch. Nein, konnten wir nicht. LOL! Als ob. Ich hab so viel Money ist! Money! Und der zweite Juwel. Geil, geil, geil. Können wir jetzt das hier irgendwie aufmachen? Nee, ne? Warte, warte. Nee. Okay, die Schubladen nicht aufmachen. Okay, Leute, ich muss sagen, das war's mit dem heutigen Part von Luigi's Mansion 3. Das ist ein bisschen länger geworden, der Part. Aber naja. Was ich noch ausprobieren will, können wir drauf zielen? Nope, können wir nicht, oder? Doch, können wir. Aber das bringt uns nichts. Okay, Leute, das war's mit dem heutigen Part von Luigi's Mansion 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Part wieder ein. Es wird auf jeden Fall sehr gruselig. Und sehr geil. Und bis zum nächsten Mal bei Luigi's Mansion 3. Bis dann. Und nicht ciao. Denn hier haben wir noch was. Eine Wähl. Warte. Warte, 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 warte. Den will ich noch haben. Kriegen wir den? Irgendwie? Das Telefon klingelt. Warte, warte. Der Part ist noch nicht vorbei. Der Part ist noch nicht vorbei. Wir gehen jetzt mal ans Telefon. Okay. Sehr, sehr komisch. Wir sorgen hier nochmal alles ein. Wir können leider nicht rein. Und kriegen wir den Juwel? Können wir da irgendwie drauf schießen oder so? Nope. Anscheinend kriegen wir nicht den Juwel.
Mann, ich will den aber irgendwie haben. Okay, Leute. Mal sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao! Oder warte, gibt's hier noch. Warte, warte. Ich will noch irgendwie das versuchen. Mann. Verdammt! Okay. Ciao!